Heute erfährst du, warum ich kaum BH trage und das schon seit Jahren und was das mit meiner Brust gemacht hat, ob es dadurch irgendwelche Veränderungen gab. Und natürlich musste ich dafür auch ziemlich viel Kritik einstecken, dazu aber später mehr. Dann erfährst du natürlich, was macht es denn so mit unserer Gesundheit, wenn wir permanent BHs tragen? Und ist es tatsächlich so, dass das BH-Tragen dazu führt, dass die Brust weniger hängt? Dazu werde ich auch nochmal was sagen. Und natürlich geht es auch nochmal um die gesellschaftlichen Probleme bzw. Trends. Was passiert, wenn eine Frau des Öfteren in der Öffentlichkeit ohne BH unterwegs ist? Bevor ich in das Video einsteige, freue ich mich natürlich unglaublich über ein Abo von dir, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Hier geht es sehr viel um das Thema pflanzenbasierte Ernährung, körperliche Transformation dank der pflanzlichen Ernährung und natürlich auch viele Schönheits- und Anti-Aging-Tipps. Wie schon erwähnt, ich trage ja sehr wenig BH. Im Sommer so gut wie gar nicht. Natürlich zu bestimmten Terminen, kommt immer drauf an, natürlich auf die Situation, ziehe ich auch mal einen BH an, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, empfinde ich einen BH als sehr unbequem. Ich habe das Gefühl, dass es so ein beengendes, beklemmendes Gefühl ist, von eingequetscht sein, egal wie gut der BH ist. Selbst wenn es die perfekte Größe ist und die perfekte Sitzform, ich habe trotzdem dieses Gefühl. Insbesondere natürlich, wenn ich liege, wenn ich sitze, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug unterwegs bin oder eine längere Bahnfahrt oder auch Autofahrt habe, finde ich es super, super unbequem, einen BH zu tragen. Ich mag einfach so dieses freiheitliche Gefühl, was ich halt habe, wenn ich einfach mal ohne BH unterwegs bin. Und ich habe vor kurzem erst gelesen, dass aufgrund von Covid-19 viele Frauen Gefallen daran gefunden haben, ohne BH, unterwegs zu sein oder beziehungsweise weil sie zu Hause schon dieses Gefühl bekommen haben, wie es ist, wenn man halt einfach mal so dieses Gefühl hat, keinen BH zu tragen. Ich ehrlich gesagt habe keine gravierenden Veränderungen an meiner Brust festgestellt, dadurch, dass ich so wenig BH trage. Aber ob ich jetzt eine der Ausnahmen bin, dazu werde ich jetzt gleich nochmal was sagen. Unter anderem fühle ich mich auch einfach femininer und weiblicher, gerade im Sommer, wenn ich ein schönes Kleid trage. Jetzt kommen wir aber mal kurz zu den gesundheitlichen Folgen. Was bedeutet das, wenn wir Frauen permanent BHs tragen? Es ist ja so, ihr wisst, BHs sind oft recht eng, oft haben wir nämlich auch die falsche Größe an. Viele Frauen tragen nämlich auch oft zu enge BHs, aber selbst wenn er gut sitzt, klemmt er immer noch so ein bisschen hier die Haut ein, sage ich mal. Und das kann natürlich zu einer Behinderung der Blutzirkulation führen und dadurch natürlich kann es auch zu Stau kommen. Ja? Und ich sag mal, Giftstoffe können nicht richtig abbefördert werden oder eliminiert werden an diesen Stellen. Dann haben natürlich viele Frauen auch Hautreizungen, gerade wenn sie vielleicht ein bisschen größere Oberweite haben und der BH sich dann so in die Haut eindrückt. Dann kann es natürlich zum Beispiel zu vermehrten Schwitzen oder wie gesagt Hautrötungen kommen. Und natürlich auch auch zu vermehrten Schulterschmerzen oder Rückenschmerzen, wenn zum Beispiel die Straps vom BH so ein bisschen einschneiden oder wie gesagt die Bügel. Und das kann natürlich auch auf Dauer unangenehm sein. Gerade auch Frauen, die ein bisschen größere Brust haben, können davon profitieren, wenn sie vielleicht mal auf den BH verzichten. Ich weiß, es ist vielleicht für manche eigentlich eher unmöglich, aber zumindest zu Hause kann man mal sagen, okay, da ist mein BH frei. Jetzt allerdings die große Frage, die vielleicht viele interessiert. Stimmt es wirklich, wenn wir kaum noch BH tragen oder viel auf den BH verzichten, wird dann unsere Brust irgendwann eher hängen bzw. der Schwerkraft zum Opfer fallen? Ich kann nur dazu sagen, es gab Studien dazu. Denn es ist so, das Brustgewebe muss sich natürlich dadurch selber etwas stabilisieren und das kann natürlich eher träge werden, wenn wir permanent BH tragen. Es ist auch so, dass natürlich die Brust fast nur aus Fettgewebe und Milchdrüsen besteht und der Muskel ja darunter liegt. Das heißt, selbst wenn wir wirklich trainieren, können wir eventuell trotzdem eine Hängebrust nicht vermeiden. Viele sind auch der Annahme, dass eine Schwangerschaft und natürlich die Gewichtszunahme, die da natürlich darauf folgt und auch das Stillen dazu führt,
dass die Brust irgendwann hängt. Das wurde jedoch widerlegt. Außer man hat wirklich mehrere Schwangerschaften, von 3 bis 4, 5 Schwangerschaften, dann ist es so, dass man natürlich den Unterschied auf jeden Fall irgendwann sieht. Die Hauptgründe für Hängebrüste sind meistens Jojo-Effekte. Das ist einer der größten Hauptgründe für Hängebrüste, das ist Gewichtsabnahme und Zunahme. Natürlich spielt auch die Genetik eine Rolle, klar, keine Frage. Aber oftmals ist es wirklich so, dass natürlich das Erschlaffen des Bindegewebes eine große, große Rolle spielt. Und das haben wir natürlich sehr viel, wenn wir, Crash-Diäten machen, insbesondere ab einem bestimmten Alter, wie zum Beispiel ab 40, 50, da kommt die Haut nicht mehr so schnell hinterher. Und wie ihr wisst, ich habe hier schon einiges darüber erzählt, auch was es mit unserem Gesicht macht. Das kann natürlich genauso auch mit dem Brustgewebe passieren. Deswegen versuche ich mittlerweile, längere Fastenkuren zu meiden. Es ist aber so, dass es natürlich auch andere Gründe noch gibt, warum natürlich Brüste hängen können, wie zum Beispiel das Rauchen ist auch ein ganz, ganz großer Grund, weil klar, natürlich dadurch wird natürlich auch das Bindegewebe geschädigt. Und natürlich zu wenig Obst und Gemüse, Antioxidantien brauchen wir in der Haut. Aber das wisst ihr alles schon. Vitamin C, solche Sachen wie Kieselerde, das ist sehr, sehr wichtig für unser Bindegewebe. Und deswegen so viel Rohkost wie möglich. Denn dadurch wird natürlich auch so ein bisschen die Haut verjüngt. Nicht nur im Gesicht und an anderen Körperstellen. Natürlich auch die Haut, die unsere Brust umgibt, wird dadurch verjüngt und etwas straffer. Natürlich spielt die Schwerkraft eine Rolle. Oder natürlich generell, wer einfach ein bisschen mehr Oberweite hat, keine Frage. Das ist natürlich ein ganz natürlicher Prozess. Es gibt also keinen Hinweis darauf, dass BHs eine Hängebrust wirklich verhindern. Sinn machen allerdings Sport-BHs, wenn du zum Beispiel solche Sportarten betreibst wie Joggen. Weil wenn du natürlich immer wieder auf den Asphalt, ich sag mal so drauf trittst, mit relativ, ich sag mal, viel Druck, dann hat man natürlich das so, dass das hier so, ihr wisst ja, was ich meine, so ding, ding, ding. Und genau, und da ist es natürlich so, dass da ein Sport-BH auch wirklich Sinn machen kann, ja. Aber ansonsten ansonsten verleiht ein BH eher nur eine Form und ist nicht dafür gedacht, ja, dass das die Brüste vor dem Hängen oder beziehungsweise Erschlaffen schützen soll. Trotzdem würde ich für die Brust Übungen machen. Auf jeden Fall würde ich Brustübungen machen, weil ihr könnt natürlich zumindest die Haut straffen und auch den Muskel, der unter dem Fettgewebe, unter den Milchdrüsen, liegt, ein wenig stärken, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist definitiv kein Allheilmittel gegen eine Hängebrust. Gesellschaftliches Thema. Was bedeutet es denn, wenn eine Frau wirklich den Mut hat und sagt, okay, ich bin jetzt die meiste Zeit eigentlich nur noch ohne BH unterwegs? Und ja, viele Celebrities und natürlich auch Aktivistinnen, Feministinnen, die machen das natürlich vor. Oftmals ist es einfach ein Statement, ja. Hier, ich habe die Kontrolle über meinen Körper und wenn sich vielleicht gewisse Männer nicht so unter Kontrolle haben, dann ja, ist mir das ziemlich egal, weil ich mache, was ich möchte. Und ich finde das Statement nicht schlecht. Ich finde zum Beispiel, wenn Celebrities sich in der Öffentlichkeit ohne BH zeigen, dann ist das auf jeden Fall eins. Denn die Bilder gehen um die Welt, wie zum Beispiel auch kürzlich Jennifer Aniston war auf einer Verleihung, wo sie auch ein wunderschönes Kleid trug, wo man ihre Brust wirklich eindeutig gesehen hat und natürlich auch ihre Nippies eindeutig gesehen hat. Und ich fand das super schön. Es hat ihr wunderbar gestanden. Und wohlgemerkt, die Frau ist natürlich jetzt auch schon mittlerweile über 50, aber sie hat einfach eine Wahnsinnsfigur und eine tolle Ausstrahlung. Es ist leider in unserer Gesellschaft immer noch so, der weibliche Körper wird natürlich sehr sexualisiert und die weibliche Sexualität ist immer noch so ein bisschen ein Tabuthema, wird allerdings natürlich viel angedeutet und auf Social Media Kanälen sieht man ja mittlerweile auch immer mehr Frauen, die immer freizügiger werden. Mag man davon halten, was man natürlich will. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, aber dann sollte man auf jeden Fall auch dazu stehen und das natürlich mit viel Weiblichkeit und Selbstbewusstsein, präsentieren. Dennoch ist es leider so, dass Bodyshaming hauptsächlich Frauen betrifft, beziehungsweise Frauen, die Zielscheibe sind, was ich sehr, sehr traurig finde. Und gerade Frauen gehen untereinander sehr hart ins Gericht oder miteinander beziehungsweise. Und ja, was ich sehr traurig finde, denn ich finde, wir Frauen sollten zusammenhalten und uns und gegenseitig unsere Weiblichkeit feiern.
Ich bekomme nämlich auch sehr, sehr viele Kommentare, Nachrichten, wo ich ständig wegen meines Verhaltens und natürlich auch sehr, sehr viel wegen meines Aussehens kritisiert werde, warum ich das anhabe, meine Beine sind so und so, ja, meine Haare sind zu dünn, meine Beine sind zu dünn, mein Bauch ist zu dick, was auch immer. Also ihr könnt euch alles, alles habe ich schon gehört, ja. Und ich finde es immer sehr traurig, weil die meisten Kommentare tatsächlich, also ich sag mal 90% von Frauen stammen, und ich denke mir halt immer, dass natürlich Social Media hat Gutes und Böses. Einerseits ist es natürlich schön, dass jeder so ein bisschen seine Welt nach außen bringen kann und man mit anderen Menschen kommuniziert über seine Hobbys und seine Leidenschaften. Dennoch denke ich natürlich, diese Übersexualisierung, die wir auf Social Media sehen, führt natürlich auch dazu, dass der natürliche Konkurrenztrieb zwischen Männern und zwischen Frauen, der ja auch ganz natürlich ist, also Männer haben natürlich untereinander einen Konkurrenztrieb und Frauen auch Tiere kennen das, so ein bisschen instrumentalisiert wird. Und das finde ich sehr, sehr schade, ja. Natürlich sollte nicht alles nur auf den Körper reduziert werden, und das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich finde es auch immer schön, wenn eine Frau etwas zu sagen hat, aber ich finde es auch okay, wenn sie ihre Weiblichkeit dazu einsetzen möchte, um vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Das ist absolut in Ordnung, finde ich. Leider ist es halt so, wenn man ohne BH als Frau vor die Tür geht, dann kriegt man immer noch das Label oftmals promiskuitiv oder leicht zu haben oder die hat es ja nötig. Und wie gesagt, ich finde es schön, dass es mittlerweile Frauen gibt, die diesen Klischees oder auch diesen gesellschaftlichen Normen entgegenwirken, indem sie sagen, hey, ich gehe erst recht raus ohne BH. Und wie gesagt, viele bekannte Frauen machen das ja auch im Moment vor. Und ich, es ist nicht nur ein politisches Statement oder ein feministisches Statement. Es ist ganz klar mittlerweile auch ein Fashion-Trend geworden. Immer mehr Frauen trauen sich jetzt ohne BH raus, weil sie sich dadurch einfach wohler und freier fühlen. Ich habe ja schon immer gerne Wissenschaft in eigener Sache betrieben und auch immer gerne meine männlichen Bekannten gefragt, hey, wie sieht es aus? Ist dir Natürlichkeit an der Frau wichtig? Und die meisten sagen tatsächlich immer, hey, ich möchte gar nicht, dass die Frau sich unter das Messer legt. Ich liebe einfach, wenn eine Frau natürlich ist, ja, wenn sie weiblich ist. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn sie eine Hängebrust hat. Mir ist es fast lieber sogar, als wenn sie sich unter das Messer legt. Und ich glaube, wir Frauen, wir sollten nicht immer so ganz kritisch mit uns sein, weil ich weiß, es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass Natürlichkeit auf jeden Fall etwas ist, was jetzt ganz stark im Kommen ist. Und jeder weibliche Körper ist schön. Egal, ob du große Brüste hast, kleine Brüste, hängende Brüste, was auch immer, auch wenn du Silikonbrüste hast, solange du dich damit wohlfühlst und dazu stehst, ist alles in Ordnung, ja. Und ich denke, das Wichtigste ist immer, gesund zu sein, Gesundheit auszustrahlen und natürlich etwas Positives auszustrahlen. So, und ich hoffe, das war jetzt mein Wort zum... Sonntag haben wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen neue Impulse gegeben. Und ja, falls ihr an irgendwelchen Lieblingsprodukten von mir interessiert seid, könnt ihr gerne mal unten in die Infos schauen. Es gibt auch übrigens noch 8% Rabatt auf den Angel Juicer. Und ja, und genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder. Und ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar von dir zu dem Thema. Ich glaube, das wird ein bisschen zu heißen Diskussionen führen. Aber ich freue mich drauf. Bis bald, eure Julia. 'Jetzt Richtung Sommer liebe ich natürlich wieder meine leichten grünen Säfte und was darf nicht fehlen, Wildkräuter. Ja, die gebe ich auch ab und zu in meine Säfte rein und der Angel Juicer ist sehr gut darin, grünes Blattgemüse zu entsaften. Ja, übrigens, ja, biete ich immer noch den 8% Rabatt für den Angel Juicer an. Schau einfach mal in meiner Infobox, falls du gerne einen neuen Angel Juicer dir zulegen möchtest. Der Angel Juicer lässt sich übrigens sehr leicht reinigen und sehr leicht zusammenzubauen. Er ist 100% aus Edelstahl und hat natürlich eine extrem hohe Saftausbeute. Du kannst mit ihm entsaften oder auch Mousse zubereiten, da sind dir keine Grenzen gesetzt.